Warte mal, der Hintergrund ist noch zu niedrig. Ich bin ein bisschen groß, hat es. Prima, wir suchen hier ja große Talente. Okay, jetzt passt es. Ich bin Maxwell, ich bin 18 und bin Riese. Ich bin 2 Meter, der Zollstock ist leider zu klein dafür. Groß zu sein ist bei manchen Situationen nicht schön, da man im Zug auch nicht viel Platz hat. Es sei denn, wenn der Zug voll ist, kriegt man natürlich gut Luft, aber... Schön, kleinen Moment, wir schalten mal zum nächsten. Hey, wer bist denn du? Ich bin Dimelo Santiago. Wer? Dimelo Santiago. Dime was? D-I-M-E-L-O. S-A-N-T-I-A-G-O. Kennt ihr mich nicht mehr? Nö. Wie nö? Tanzt du den Beat, Baby? Tanzt du den Beat? Tanzt du Ach den du Beat, liebe Zeit, na klar! Tanzt du den Beat, Baby? Tanzt du den Beat? Tanzt du den Beat? Der Santiago. Tanzt du den Beat? Diesmal wird alles anders. Mein neuer Song wird wieder beben und die ganze Hütte zerfetzen. Aber erstmal zurück zu Maxwell. Als was verkleidet er sich jetzt? Der Sänger von Slipknot? Anton aus Tirol oder Wolfgang Amadeus Mozart? Und die Antwort ist der Amadeus. Mein Outfit ist nicht mein Alltagsdress. Ich habe es angezogen, da ich heute vom Falco den Mozart, den Amadeus mache. Mozart. Hallo. Ich versuche natürlich mein Bestes, den Falco stolz zu machen. Auch wenn das nicht mal mitbekommen wird. Meine Stimme ist eher tief, aber kommt tatsächlich auch in Höhen von Beyoncé und so. Falco war gestern, heute heißt es Rock Me Amadeus. Hier kommt Maxwell. Ich bin der Maxwell, bin 19 Jahre alt und singe heute von Falco dem Mozart. Dann leg los. Nein, stopp. Nochmal zurück zu dem Melo. Also bei Bohlen komme ich wahrscheinlich gut an, weil ich gut drauf bin. Was heißt, ich bin Macher, ich will gute Laune vertreiben. Und nicht vertreiben, betreiben. Erfolg ist kein Glück. Sondern nur das Ergebnis von Blut, Schweiß und Tränen, das Leben hat... DSDS braucht mich, weil ich Dimelo Santiago bin. Weil ich gute Show mache, ich bring alle zum Tanzen und die Zuschauer wollen sowas sehen und keine langweiligen Sänger. Es kommt nur ganz darauf an, was du... Einen wunderschönen guten Tag. Hallo. Mein Name ist Dimelo Santiago, mein Künstlername. Und ich will heute meinem Song performen. Eigener Song? Genau. Eigener Song, habe ich selbst geschrieben. Hast du einen Job irgendwo? Machst du irgendwas? Ja, ich bin Gebäudereiniger. Okay. Also heute bin ich der Superstar und im Job bin ich wieder der Reiniger. Alles hat sich gereift. Saubere Sache, würde ich sagen. Genau. Ja, halt alles sauber. Gib mir den Beat jetzt, los. Los geht's, Maxwell. Walk me, walk me, walk me, walk me, walk me, Amadeus, ey. Walk me da, da, titten, da. Er war ein Packer und er lebte in der großen Stadt. Es war in Wien, war wie jener, wo er alles tat. Er hatte Schulden, der nachtrat, doch ihn liebten alle Frauen. Und alles rief, komm mit, walk me, Amadeus. Komm jetzt zu mir, Baby, komm jetzt zu mir. Komm jetzt zu mir, Baby, komm jetzt zu mir. Baby, tanzt du den Beat? Tanzt du den Beat? Baby, tanzt du den Beat? Tanzt du den Beat? Zeig mir, wie du tanzt, ja. Zeig mir, wie du tanzt, ja. Zeig mir, wie du tanzt, ja. Moe, Rose, Ander, ne Brudi. Bin im Club, was für ein Booty. Hola, Latina, que pasa, amiga. Später sehen wir uns wieder. Amadeus, Amadeus. Amadeus, Amadeus, Amadeus. Amadeus, Amadeus, Amadeus. Oh, 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 Amadeus. Come on, Leute, komm! Alle klatschen! Ja, leider scheiße. Ja. Falco hat ja quasi den Rap damit angefangen, mit dem ganzen Krempel in Deutschland. Ja. Ich war bei seiner ersten Goldverleihung dabei, wir haben ein bisschen gefeiert, der Kommissar. Ey, der hatte Power, der hatte Druck. Aber du hast von dem allen, was er hat, gar nichts, ja? Du stehst da wie eine Flasche Bier, bewegst dich schlecht, du singst schlecht, keine Ausstrahlung, alles Banane. Hast dir was einfallen lassen mit dem Outfit, ist auf jeden Fall gut. Ja, sieht auch scheiße aus. Du bist super groß, aber die Stimme ist das Gegenteil, sehr, sehr klein. Und Falco ist der beste Export aus Österreich. Einfach alles nein. Loredana? Ja, ich fand scheiße. Viermal nein. Alles klar. Aber du darfst
Hörst du die Stimme, die dir sagt? Also ich war sehr nervös und dadurch ist dann meine Stimme dann zurückgegangen. Hat leider nicht gereicht. Ich habe noch nie einen gesehen, der sein Mikrofon so falsch gehalten hat wie du. Immer die volle Hand über das ganze Mikro. Ich meine, du kannst doch jetzt ja keine Klobürste. Der Song ist gut. Ja. Deine Klangfarbe von der Stimme finde ich nicht gut. Also ich bin die Erste, wenn man mich auffordert, mein Booty zu bewegen und zu dancen. Ja. Aber es hat mich überhaupt nicht aufgefordert zu dancen. Das hat mir ein bisschen gefehlt, ehrlich gesagt. Bei der Hook hätte man sich echt was Besseres einfallen müssen, als nur 10-mal komm jetzt zu mir singen. Das fand ich ein bisschen scheiße. Paartechnisch fand ich es nicht schlecht. Ja. Ja, das ist die Hauptsache. Nee, das ist nicht die Hauptsache. Die Hauptsache ist eigentlich die Hook. Du bist kein guter Rapper für mich. Sehr dünne Stimme. Hat mich nicht mitgerissen irgendwie, ehrlicherweise. Deswegen ja. Reicht's für mich nicht. Viermal nein. Egal, trotzdem Dankeschön. Bis dann. Tschüss, tschüss. Du fragst mich nur ab. Kann dein Gesicht nicht mehr sehen. Ich verlass diese Stadt. Ich mach trotzdem mein Ding weiter und wenn das denen nicht gefällt, gefällt das jemand anderem.